Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Wir brauchen noch Wendigo-Köder. Von daher. Kriegst du noch etwas an Schock ab? Und dann geben wir dem mal so langsam den Rest. Parex. Parex. So, nächster Knüppler. Komm näher. Ich bin verloren. Das auf jeden Fall. So, das nimmt ja gar nicht mehr ab da hinten. Ich glaube, dann sollten wir doch mal ins Getümmel. Go. Getümmel mal nicht oben rum und dich mal ein bisschen hier angehen. Weißt du was? Komm doch mal gerade an diesem Fass vorbei. Das war's mit dir. So, das wäre der. Autsch. Herr Schwafler. Danke. Immer auf mich. So. Das dürfte es gewesen sein, oder? Ja, okay. War doch etwas knapp zwischendurch. Aber hey, wir haben es geschafft. Danke, liebes Tier. Das war wieder sehr nötig. So, geht's da hin noch ein Stückchen weiter. War das hier alles nur Vorgeplänkel? In Ordnung. Aber wir brauchen Munition. Von daher werden nochmal ein paar Kisten durchsucht. Hoffen wir mal das Beste. Na, so viel ist aber gar nicht mehr da, was uns was bringen könnte. Da hinten hätten wir noch, upsala, ein Bereich, wo wir nicht waren. Ganz nett. Zack, danke. Ich glaube, dann können wir jetzt auch wieder gehen, oder? Gut, hier gäbe es noch Patronen. Jetzt aber. Oh, schade, ich dachte, wir kriegen es hin. Dann leider nicht ganz gereicht mit dem Sprung. Gut, Mischfabrik, Mischfabrik. Da geht's. Vielleicht ist hier dahinter. Ich könnte zwar auf die Karte gucken und gucken, wie weit es noch ist, aber hey, das passt ja eigentlich so ganz gut. Man könnte sich in dem kupfernen Labyrinth der Brauerei verlieren. Aber du suchst einen Mixer. Schau mal oben nach. Pilzschlinger, wie süß.
hast du gut gemacht. Dann kannst du nochmal weg. Ich sehe dich, dunkler Geist. Nenne deinen Namen und mach dich bereit zu slitzen. Es gibt keinen Anlass für solche Extravaganz. Ich bin nur ein bescheidener Diener, ohne kämpferische Absichten. Eigentlich bin ich an Handel interessiert. Also, kein Geslitze? Womit willst du denn handeln? Wissen? Im Tausch gegen Kaif. Ich hab gehört, du bist ein guter Jäger. Das bin ich. Wunderbar. Ich suche die Antihydrasugnat. Genauer gesagt, ihre Fänge. Den Rest kannst du haben. Solltest du überleben. Wirklich? Nun, ich kam hierher, um eben diese Antihydra zu jagen. Aber das üble Biest ist mir entwischt. Gib mir dein Wissen, Geist. Dann bringe ich dir die Fänge der Sugnat. Dann haben wir einen Pakt. Ausgezeichnet. Okay. Er ist gezeichnet. Na dann, hier geht's direkt weiter. Hallo? So, damit wird er weg. Der Kollege dürfte auch erledigt sein. Jawohl. Da kümmert sich mein Vieh drum. Sehr schön. Wir unterstützen mal kurz. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. Hallo. So, das war's dann mit dir, Keule. Wahrsten Sinne. So, Herr Grobian. Ja, ich glaube, da ist der jetzt hier von unserem Viech das ganz gut mit dem Korrosionsschaden. Nein, ein Knüppler. Rex, bitte. So, das war's mit dem. Nein. So, auf einmal hier. Und mehr Explosivschaden. Also explodierende Gegner. Ist ja auch schön. So, irgendwas ballert mich da gerade genau weg. Du machst die ganze Zeit hier so Stress. Alles klar. Ich bräuchte Leben, bitte. Ja. So, okay, der macht viel zu viel Schaden. Hi. Den müssen wir noch anhitten. Ich glaube, unser Viech hat den erledigt.
Nur der Grobian da? Okay. Ja, nicht ganz. Ah, es sind doch noch ein paar da. Okay. Wieder Badass. Ist hier noch irgendwo Leben? Ja, ist es. Sehr gut. Dann ziehen wir uns nämlich mal zurück. Regenerieren. Zeit für die Shotgun. So, den Grobian haben wir auch schon mal ordentlich runtergehauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann gibt es mal noch granatenstarke Unterstützung. Und einfach generell mal draufhauen. Autsch, bis dann halt das Lied weg ist. Seid einfach so viele. Ja, ich muss halt mal gucken, ob ich wieder neue Sachen kriege, weil ich kriege mit wieder viel zu viel Schaden. Es lief auch alles vorher mal besser. So auf Down wie war ich jetzt lange nicht mehr. In den letzten Folgen. Also quasi in dieser Aufnahmesession. Durchgeladen ist es. So, vielen Dank, mein lieber Shotgun. Dein Leben ist beendet. So. Grobian ist wahrscheinlich auch weg, wie mir scheint. Hast du Spaß? Dann sorgen wir doch mal dafür, dass das nicht mehr so ist. Ja, das ist effektiver. Auf der anderen Seite! Rex, bitte! Gut, haben wir sie jetzt? Halt weniger mehr Magazin. Und kein Dings halt, kein Elementarschaden. Obwohl, wir haben ja das schon. Können wir mal testen tatsächlich. Das kommt schon mal weg. Macht mehr Schaden. Wir wechseln das tatsächlich dann mal aus. Da hätten wir noch was mit Feuer, aber das wird wahrscheinlich nicht besser sein. Nee. Können Sie auch mal testen, würde ich sagen. Du warst das Neue, oder? Ja. Dann bin ich mal gespannt.
Gut, mitgenommen haben wir, glaube ich, alles. Weiter geht's hier rein. Ah, mit diesem Entsafter kannst du jedes beliebige Gebräu herstellen. Die Brauer haben ihre Lieblingsrezepte hier irgendwo rumliegen lassen. Ich schlage vor, dass du für deine finsteren Zwecke nur die stärkste Variante zusammenmixt. Mal sehen, was sich darin befindet. Macht natürlich Sinn. Ach ja, schon Wächtermarken haben wir auch wieder ein paar. Eine, okay. Na gut, dann gehen wir weiter in, Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Dass wir die nächsten Sachen noch hier kriegen. Das wäre potenziell 2, potenziell 3. Das sieht doch gut aus. Zaust. Also. Grün, gelb, blau. Ja, genau, da kommt grün hin. Dieses Rezept bloß nostalgische Kindheitserinnerungen im Wendigo wecken. Kein echter Kampfvorteil. Okay, dann brauchen wir jetzt gelb. Ja, ich würde dich tatsächlich ganz gerne da haben. Wie kriege ich jetzt andere Sachen? Irgendwie ist ja nur das da. Aber das geht rein. Okay, alles klar. So, okay, das kommt dann nach rechts. Ich hab's verstanden. Bitteschön. Wo kommt das her? Das in die Mitte. Ah, perfekt. Aber nicht einatmen. Nimm das Pilzgebräu auf, Kammerjäger. Vorsichtig. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich habe den Wendigo bis zu seinem Futterplatz verfolgt. Komm zu mir. Cool. Kann ich da irgendwie rein? Ja. Kann ich tatsächlich. Muss ich wahrscheinlich auch. Entweder können wir hier so ein bisschen abkürzen, wie das aussieht. Irgendwas Tolles? Nö, erstmal nicht. So. Okay, gut zu wissen. Da ist ein Auftrag. Hier könnten wir auf jeden Fall mal hoch. Was aber erstmal nicht so viel bringt. Ein praktischer Trick. Denke ich auch. Hitboxen. Ich höre dich, Bestie.
Okay. Ich muss sagen, die neuen Waffen sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, die behalten wir dann doch mal. So, ein bisschen ablenken bitte. Dann geht's dir an den Kragen. So, das läuft doch. Ruh dich jetzt, Carlos. Deine Jagd ist vorbei. Ist ja relativ schnell leer geschossen. Hey, so. Allerdings haben wir auch die Folge wieder leicht überzogen. Da ist das Geschenk. Sehr gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao.